Was für ein Jahr für die Queen. Sie feiert 2022 ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Zudem hat sie einen weiteren Grund, um sich hochleben zu lassen. Die Monarchin stellt einen Rekord nach dem anderen auf. Welchen Meilenstein hat Königin Elizabeth II. Noch geschafft? Sie ist seit 13. Juni 2022 ganz offiziell die am zweitlängsten regierende Monarchin der Welt. Somit verdrängt sie den thailändischen König Bhumibol Adulyadej vom zweiten Platz. Er übte sein Amt von 1946 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 aus. Es gibt also nur eine Person, die noch länger als die Queen auf dem Thron saß. Und das war der französische König Ludwig XIV. Er wurde 1643 bereits im jungen Alter von nur 4 Jahren zum König ernannt und blieb in dieser Funktion bis zu seinem Tod im Jahr 1715. So regierte der Sonnenkönig für genau 72 Jahre und 110 Tage. Wenn die Queen noch bis Mai 2024 im Amt bleiben sollte, könnte sie den französischen Monarchen überholen. Die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs ist sie bereits seit 2015. Wer weiß, was da noch alles kommt. Auf jeden Fall ist aber jetzt schon klar, dass sich Elizabeth II., die seit dem 6. Februar 1952 Königin ist, mit ihrer langen Amtszeit in den Geschichtsbüchern verewigt hat.